Lasst uns starten, wir brauchen schöne Stangenporree, Lachsfilet. Ich habe jetzt mal frisches bekommen, aber ich nehme auch ganz oft tiefgefrorenes Lachsfilet. Das lasse ich dann einmal auftauen, bevor ich es in den Dampfgarer reinlege. Und eine Sättigungsbeilage. Für uns heute der Kürbis, können aber auch Kartoffeln oder Süßkartoffeln sein. Einfach ein paar Kohlenhydrate. Salz, Pfeffer oder ich nehme ein Kräutersalz. Und einen Dampfgarer, der ist auch verlinkt. Ihr könnt aber auch einen normalen Kochtopf nehmen mit einem Siebeinsatz. Ja, darin kann man auch wunderbar dämpfen. Den gewaschenen Porree einmal schneiden in nicht allzu kleine, aber auch nicht allzu große Stücken. Die dunkelgrünen Enden brauchen wir nicht, müssen aber auch nicht weggeschmissen werden, können für die nächste Suppe aufgehoben werden. Den Porree in die untere Schale des Dampfgarers hineingeben. Weiter geht's mit dem Kürbis. Den Kürbis gebe ich in die zweite Schale hinein. Die oberste Schale tue ich den Lachs und salze mit dem Kräutersalz. Die Haut lasse ich dran, tue sie nach unten. Die kann man dann vorm Essen abmachen. Man könnte die Haut auch jetzt schon abmachen. Dafür bräuchte man aber ein ganz dünnes und sehr scharfes Messer. Und wo ich gerade beim Salzen bin, salze ich auch gleich den Porree mit und den Kürbis. Let's go! Fangen wir an, das Wasser in den Dampfgarer zu gießen. Das ist ja hier eine Minimum-Maximum. Man müsste da jetzt schon, weil das braucht eine Weile, relativ ans Maximum gehen. Wenn man aber währenddessen merkt, das Wasser fällt, kann man noch an der Seite nachkippen. Das Sieb drauf und dann die Zutaten, die am längsten brauchen, nach unten, die am mittellängsten brauchen, in die Mitte und die am schnellsten durch sind, nach oben. Deckel drauf. Fertig. Wir stellen das Ganze jetzt auf 30 Minuten. Yes. So, lieber Micha, komm essen. Kommst du von da? Ja. So. Das riecht super lecker. Ganz butterweich. Dieser Eigengeschmack, der bleibt so intensiv erhalten beim Dampfgaren. Ihr Lieben, bitte einmal ausprobieren. Ich freue mich auf euch beim nächsten Video. Ciao, tschüss.